Wie sagte selbst ein grüner Landrat jetzt im ZDF wörtlich, wir müssen Kontrolle darüber haben, wer zu uns kommt. Er sagt weiter, der Grüne, Ausgangspunkt meiner Arbeit ist nicht die Partei, ist nicht die grüne Blase. Und wenn am Ende Grenzzäune notwendig sind, dann sei das für ihn auch okay. Daher ist es richtig, dass Spitzenvertreter unserer gut 10.000 Kommunen jetzt ein sofortiges Maßnahmenpaket verlangen. Sie fordern effektive Sicherung der EU-Außengrenzen gegen den illegalen Ansturm aus Orient und Afrika von Migranten, die hier überhaupt keine Schutzberechtigung haben. Sie fordern, wenn das nicht funktioniert, sofortige Kontrollen an unseren deutschen Landesgrenzen. Meine Damen und Herren, das hat bisher nur die AfD gefordert. Wir haben Recht behalten. Die Politiker vor Ort bestätigen uns.